Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ja, im letzten Mal gab es einen Giftanschlag auf uns und wir haben eine Runde lang Detektiv gespielt. Der Kamerad, der Mio und so weiter generell nicht leiden konnte in einer Sequenz, die wir sehr viel früher gesehen hatten, war der Täter Jeremy sein Name. Und ja, ich war danach in Kolonie 4, hab schon mal geguckt, ob dort eventuell eine weitere Nebenquest ist. War keine da. Nur ein bisschen was an Gesprächen. Halt mit denen, die in der Quest involviert waren. Und jetzt stehe ich hier bei Kolonie 30, um zu gucken, ob hier irgendwo vielleicht eine neue Nebenquest ist. Vielleicht können wir dem Roboter ja auch ein paar Stückchen geben, dass wir den reparieren können. Was it we needed? Na guck mal, wir können das Ding fertig bauen. Ein Moment, vielleicht passiert ja danach was. Zum Glück muss man nicht alles einmal absammeln, sondern man muss nur diese 100% zusammenkriegen. Phase 5 kann abgeschlossen werden. Also 5 von wie viel jedenfalls? Ich wollte eigentlich mit Waldi reden, der zwischen euch gammelt. Ja, in gewisser Weise. Ich sehe gerade nicht, dass ich hier irgendwas machen kann. Hey, Papa? Ach, vielleicht muss ich auch irgendwie erstmal einen Tag verstreichen lassen in-game. Ich gucke natürlich um, ob hier vielleicht irgendwo noch eine Info ist, aber ansonsten sehen wir uns als nächstes in Kolonie Lambda wieder. So, wir sind jetzt in Kolonie Lambda. Bei Kolonie 30 war leider gerade nichts mehr. Ich denke mal, einfach nachdem Ingame ein, zwei Tage verstrichen ist, nochmal hingehen. Vielleicht passiert dann irgendwas mit dem Robo. Warum habe ich jetzt Kolonie Lambda übrigens als nächstes genommen und nicht Iota? Ganz einfach, weil ich dann jetzt als nächstes Tyons Heldenmission mal angeben wollen würde. Und guck mal, hier scheint ja auch offenbar Informationen vorhanden zu sein. Welche sie nicht mit mir teilen wollen. Hier sind viele Informationen. Okay. Ether wäre ja gut für die Kolonie, ne? Nee, mit den Autoless habe ich keine gute Erinnerung. Lustig, dass er das anspricht. Eine Kolonie hat es ja sogar versucht. Wir haben hier viel zu besprechen. War hier gerade nicht noch eine weitere Info? Ich glaube, die ist abgehauen. Uhrzeitbedingt. Es gibt auch so manche Gespräche, die man wirklich nur zu bestimmten Tageszeiten führen kann. Das war auch schon bei vorherigen Xenoblade-Spielen so, dass man nicht bedingt zu jeder Tageszeit jedes Gespräch absammeln konnte. Und dann wirklich teilweise bis 18 Uhr in-game warten musstest. Also eigentlich müsste ich in jeder Kolonie eigentlich einmal einen kompletten Tag verbringen. Um wirklich mal auf Nummer sicher zu gehen bei den Questen.
Bevor ich zur Kantine gehe, ich setze mir auch eben kurz mal als Hauptmission gerade eben kurz an. Ah, okay, ich muss mit Riku und Manana im Team kämpfen. Oh, now I remember. Tiny got that message from Izzard, right? I did. I was thinking now might be a good time to see him. I'm sure you'll have a lot to talk about. We'll be waiting outside. Thank you. I'll try to make it quick. What's this? This was an Imoes. A lens. A membrane covering an iris. Nimue, use this. Yeah. It must have been 5 years ago. It was on an expedition to the Cadencia frontier. However, Kvesi troops attacked at night. My squad was crushed. And I was hurt bad. The one who nursed me back to health was Nimue. Theirs was a curious colony. No one ever fought. They'd spend their days tending Sophronias. There used to be a castle there at one time. But at some point it was destroyed in a great battle, and there it lay in ruins. It was there that I saw some cradles left over from that time. They looked like they would break at any minute. But still, some were making soldiers. Nimue, she was just one of them. The people there, they were like we are now. They lived free of the Flame Clock's yoke. Sir, you say they were like us. So perhaps their colony was freed by Ouroboros at some point in the past. Well, I'm not sure. It looked like Nimue and the others had always been living off the land. Also, they'd been strictly shunning contact with others for generations. Naturally, most people there gave me the cold shoulder. Before long, I journeyed away from the colony, along with Nimue. Nimue left with you? Why, sir? There's a world out there. It'd be nice to see it. I wondered at her motivations, but I think I see now. Now we don't live under the Flame Clock's yoke, we're more free to consider our emotions. Back then, Nimue had to carefully hide the fact that her iris was unconnected to a Flame Clock. She enlisted a Nopon engineer to make the lens. All so she could live among us. And after that, she became the Nimue you know. I never knew you two had such a connection. Incredible. But why show me this now? Well, actually, what? The leadership want Nimue's colony wiped out? Yeah. We only just heard. A Nopon merchant was able to tip us off. And since Nopon are involved in handling most logistics and transportation, the information should be good. So the brass have pinpointed its location? Could be. You don't have to be so cagey, Commander. Cagey? You can tell it to me straight. Am I wrong? You'd like us to keep Nimue's colony safe. But isn't that the reason why you've told me this whole story? If you moved to protect the colony, it'd put this place in the line of fire. I've heard. Like how, after the Consul's disappearance and the loss of the Flame Clock,
Despite sending a report to HQ, you haven't received a word of reply. Hmm. We reported that it all happened while we lay there unconscious, which is the unvarnished truth, yet still nothing. I understand. Let me run it past the others, Commander. Da ist jetzt einiges zu verarbeiten. Für eventuell finden wir jetzt eine neue Kolonie. Ansonsten ist hier jetzt nichts, ne? Could I have a moment of your time? Okay, was bei ihm neu war, war nicht sonderlich wichtig. Okay, dann gehen wir mal die Informationen besprechen. Ich würde aber tatsächlich sagen, die von Yzzar zuletzt. Weil die ja Heldenmission ist. We could do with some food. Da sind ein paar Nebenquesten. Wir gehen mal von rechts nach links. I think we need to discuss this. Naja, und wahrscheinlich wird dieser Prototyp uns wieder angreifen. Der letzte Autolev hatte uns auf dem Kieker. Die sollten eventuell mit Kolonie 30 zusammenarbeiten. Die sind verrückt nach Levnissen. Could you all come round for a second? Mit Tyron ist sie ja aufgewachsen erstmal, ne? Also gegen die keine Strategiekämpfe. Den Kampf verlieren wir. Nein, bitte lass es. Irgendwie könnte Kolonie 9 ja auch darauf reagieren. I think we need to discuss this. Naja, die haben auch eine Mine hier direkt in der Nähe, ne? Sie könnten damit auch den anderen Kolonien helfen.
Das fühlt sich wie eine Kolonie Iotas Gütern an, ne? Ja. Wusste nicht, dass ich zum Lagerplatz extra dafür muss. Ach, bevor ich da drauf gehe, vielleicht erstmal eben kurz gucken. Rico und Banana sollte ich mindestens boosten können. Ja. Die sind sogar Level 70 jetzt. Weil mir werden die beiden ja aufgezwungen. Da sollte ich sie schon ein bisschen boosten. Where should I start? What a beautiful story. Those two must have shared a lot of memories. Like you said, Tion. Sounds like Ouroboros got involved in the past. So that pretty much makes it our business. Count us in, mate. Saffronia, that's that thingy, right? We saw one growing once. If there's loads of them blooming somewhere, that's something I'd want to see. Huh? I'm shocked. What? I don't like flowers and junk. Manana too! Manana have wished to see flowers! This is unusually proactive for you, Manana. Why so? Ladies and flowers are like peas of same pod! No idea what Manana talk about. But someone had to keep Manana out of trouble. That okay with friend Tion? Sure. Thank you, everyone. Thanks. I'm sorry to involve you in this. Don't worry. We all agree that this is something we should do. It's a while since we first got thrown together. We're used to this by now. And, you know, we want to see Saffronia's. It was me. I'm the one who threw Nimue's life into chaos. I should have just left her where she was. Commander. Tion. Sir? If Nimue's been reborn, if she's in that colony, keep her safe by any means. This time, I want her to follow the path she was meant to tread. Yes, sir. I promise. I don't get it. Why doesn't the commander just come along? He's got no choice, right? He might get the attention of the castle or something. Oh, guess so. That's not all, I think. Hmm? I'm sure you must be scared. If he meets her again, he might end up behaving the same way towards her. Is that a bad thing? No, I don't think so. But I do understand how he feels. Yeah. I definitely hesitate. It's not just about himself. If I hadn't been so careless, the commander wouldn't have to feel this way. You're not still thinking like that, are you? No, no. I'm just... You're just what? Looking back all the time never helped nobody. Look, I know. Right? Come on then. Uni. Huh? Okay, sorry. I know you're right. Da hat Tion ja schon wieder was vor. Ja gut, ne, dann dürfen wir jetzt erstmal nach Cadencia reisen. Also, wir sehen uns in Cadencia. So, laut Karte da hinten in der Höhle. Ist ja nicht besonders weit. Ist das da auch eine Reisestation? Also könnte ich da hinreisen, wenn ich hier anliege? Ich will einfach nur eben kurz gucken. Nee, ist nur eine Küste. Die mir als Ort angezeigt wird. Aber... Hier drin soll ja eine Kolonie sein. So, Tion, feeling the pressure yet? No, why would I be? I'm fine. Mhm. Da warte, was das mir in den Arsch treten will.
There's a Pharonis here. Looks like it's trying to clear away the Earth. No sneaking through with this big thing in the way. I think we found the enemy force the commander mentioned. Manana, not see any people! Whole unit made up of Levnesses. Much weirdness. Hang on, look. A console. They haven't found us, have they? No. I don't think they've spotted us just yet. This one might have different abilities than that K guy. Guess that's a thing. But why have only Levnesses? I can't fathom what this Mobius can do. But they're about to wipe out an allied colony. They'd have a fun time explaining that to soldiers. True, true. Let's hurry. All that digging will take some time. If we can bypass this unit, we should be able to beat them there. Let's do that. And make sure we don't get spotted. Ready? More colonies added. Colony V. We can stay undetected this way. Also darf ich mich nicht mit denen kloppen. Oh, Level 53 sind die Gegner hier. Na gut, dass ich 20 Level drüber bin, ne? Der Konsul hätte auch einfach so hier reingehen können, wie wir gerade. Ist da unten irgendwas vom Wert? Eine Hülle. Ja, gehen wir eben kurz die Hülle trällern. Ich bleib gerade extra aus dem Bild, weil die Kolonie ist ja eh direkt da hinten. Ich muss aber erstmal hier ein paar Pflänzchen fertig machen. So, Pflänzchen wurden platt gemacht. Ja gut, ne, hätte man den Soldaten ja auch gesagt, hier in Bezug, warum die nur mit Robotern unterwegs sind, dass die ihre eigene Kolonie angreifen müssen, beziehungsweise eine Kolonie ihrer eigenen Truppen. Die Soldaten hätten dann definitiv Fragen gestellt. Und sich unter anderem dann vielleicht sogar geweigert. Die werden ein bisschen noch zu tun haben. Da sind einige Felsen im Weg. We'll have to let them know about this. Right. When the Pharonis starts moving, we won't have enough time. We'll have to do something before then. Huh? This is new. A fight. Agnian Autolevs, is it? But who are they fighting? Could it be? So it would seem. Let's help them. Roger! Diesen Maschinen geben wir jetzt einen aufs Maul. Oder eins auf die Räder, passt auch. Aua! Priest! Oh, ein Maschinchen schon kaputt. Time
Maschinen, die können nichts. Also die anderen hier standen könnten uns ja wenigstens helfen, ne? Verdammt! Ich wollte die Technikkette machen. I know it's hard for you to believe us, but I promise you, we aren't lying. Can we really trust you? Nimue. Huh? I mean... These Levnesses were unmanned. It's likely they were a scouting party. The main force, they're drawing near. Very well. I'll choose to trust you. However, I do not speak for our entire colony. The others will decide on their own. Follow me. I'll take you to meet our chief. Chief? I can't believe Nimue is here. Ja, aber Nimue hat keine Erinnerung mehr. Ja, der mochte Nimue ja ganz besonders gern. Die Dinger wollen alle nur Stress, wenn ich in deren Nähe komme. Sag ich doch. Wir gehen einfach weiter. Wir lehnen deren Einlagen zum Kampf ganz höflich ab. Sir Tion, was that your name? Oh, yes. No, sir, though. Just Tion. Tion. Before, you called me Nimue. How did you know my name? Well, you see... Right. Your dog tag. On your... Dog tag? What? Tion. I guessed. I'm told I have great intuition. Guessing a name for me, it isn't even a challenge. Wow, is that true? Yeah, you bet. Oh, this is doing my head in. Just stop and tell her. Oh, great idea, Nat. By the way, Nimue, you're the reincarnation of my old boss. Who's gonna believe that? It sounds crazy as all spark, dude. Uni, we've had a lot longer to get used to all this stuff, remember? Hey, something funny, love? Nothing. You're being very uni, but I like that about you. Oi, what's that supposed to mean?
Uni is as uni does. Besides, I think it's not just the rebirthing thing. He's feeling the same as Izzard. Tyon is. Poor fella. Your blade. Huh? I have the same. Oh, that. That's true. You're the one who taught me. I did? No. I meant someone who looked like you. Yeah, her. Right. What's wrong? You all came from outside, didn't you? Yes. What's it like out there? This place is all we know. We're not allowed to leave. It's forbidden, you see. Oh. Honestly, it's not all that wonderful. A world of endless war. People taking each other's lives away. Yes, it's a pitiful place. Still, even so, I want to go. I need to see it. A world wide open. You'd have to fight, too. But you're not like that, are you? Huh? It's a sad world, but you're trying to change it. Am I wrong? Well, if there are people like you in that world, well then, I'm sure it's wonderful. And that is what I want to see. Wonderful. Bisschen schwer für Tyon. Oh dear. Better leave him be for a spell. Tyon hat sie ja auch sehr gemocht. Wie soll man so eine Nachricht auch irgendwie beibringen? Ach, hier ist ein Boss. Platt machen! Kommt ihr mal bitte hier runter? Oh, ihr solltet nur hier runterkommen. Das ist in Ohnmacht gefallen. Donnerstahl! Gleich kriegen wir die Angriffskette zusammen. Dann sehen wir auch mal, was Gondor in der Kette als Kettenfähigkeit hat. Und nicht nur als Reaktivierungsfähigkeit. So, Angriffskette. Hoffentlich kriegen wir Gondor zuerst. Ach nee, ich habe Gondor ja gerade gar nicht im Team. Oh, ich vergaß. So, Kette ist jetzt rum. Ist natürlich schön, dass ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass Gondor gar nicht im Team ist. Aber ich habe ordentlich ausgeteilt. Sieht man ja auch daran, dass das Vieh tot ist. Immer schön diese Schadenszahl zu sehen. This
dann weitergehen, ne? Davon ist ja auch direkt die Kolonie. Glad you like them. They're nearly in full bloom. Give it three more days, and they'll be covering the whole cliffside. Wow, now that I want to see. Yeah! The chief is over there. Let's go. It's another thing to see it for yourself, eh? Leute, wisst ihr, die Folge ist gerade schon recht lang. Ich denke gerade wirklich drüber nach, diese Mission hier in zwei Parts zu unterteilen. Also ich gehe jetzt nicht zu Nimue, ich bewege mich kein Stück. Dass wir hier jetzt wirklich Feierabend machen und machen die Quest beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde halt wirklich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann gehen wir diese Quest auch weiter an. Bis dahin sage ich aber mal ciao und bis dann.